vegan und nachhaltig. Zwei Dinge, die nicht unbedingt ganz so einfach zusammengehen. Oder eben doch. Hier erfährst du heute 5 Dinge, wie du deinen veganen Lifestyle jetzt nur nachhaltiger gestalten kannst. Herzlich willkommen bei Liebe Grüße, ich, dem Kanal, wo vegan mehr als nur Essen ist. Heute dreht sich alles um die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich vegan? Wer kennt die Situation nicht? Das nächste Familienfest steht wieder vor der Tür. Dass du dich vegan ernährst, ist mittlerweile wirklich jedem bekannt. Dass du nach einem Jahr noch immer am Leben bist, ist offensichtlich. Und jetzt kommt es aber dann zu der Frage, wie nachhaltig ist das Ganze eigentlich? Und da besteht wirklich noch Klärungsbedarf. Jetzt ist es aber wirklich schon schwach genug, sich auf die Frage zu einigen, was ist eigentlich nachhaltig? Und jetzt dann auch noch in Verbindung mit vegan. Da kommt echt einiges auf uns zu. Grundsätzlich ist es einmal so, und da muss ich dich leider enttäuschen, vegan zu leben heißt jetzt nicht gleichzeitig, dass man über die Maßen nachhaltig ist. Du hast natürlich vollkommen recht, unsere Produkte kommen ohne Tiere aus. Was aber die Folgen für Umwelt, Klima oder die Gesundheit ist, das ist nur ganz ein anderes Thema. Hier der erste Tipp. Vegan ist dann nachhaltig, wenn du auf die Herstellung des Produktes schaust. Wie du das machst, fragst du dich? Ganz einfach. Das geht mit Gütesiegel. Dann weißt du gleich einmal, dass keine tierischen Inhaltsstoffe oder Hilfsstoffe enthalten sind. Und Tierversuche weder für das Produkt noch für Bestandteile des Produktes erlaubt waren. Warum gerade im veganen Bereich Siegel so wichtig sind, das hat den Hintergrund, dass der Begriff vegan rechtlich nicht geschützt ist. Anders wie zum Beispiel Bio. Damit es dann möglichst einfach gemacht wird, gibt es 3 Gütesiegel, auf die du dich definitiv verlassen kannst. Das ist die Veganblume, das V-Label, das ist das europäische Siegel für vegetarische und vegane Produkte und das Vegan-Label der veganen Gesellschaft Deutschlands. Für die zum Wissen, und das ist aber super wichtig, dass man sich dem bewusst ist, diese Gütesiegel sagen nichts darüber aus, ist es bio, ist es fair gehandelt, woher kommt das Produkt, das ich da gerade konsumiere, und ist es gesund. Weil das Thema Bio aber natürlich auch im veganen Bereich sehr, sehr stark wächst, ist 2014 das EcoVeg-Label herausgekommen. Das ist ein Siegel für zertifiziert vegane Bioprodukte. Die Basis ist dafür das europäische Bio-Label. Vorsicht vor diesen unternehmenseigenen Gütesiegel, die jetzt rauskommen. Man weiß einfach nicht ganz genau als Konsument, was dahinter steckt und die Marketingmaschinerie ist extrem, weil sie Unternehmen einfach riesengroße Margen erwarten. Tipp 2. Vegan ist dann nachhaltig, wenn du auf die Herkunft des Produktes schaust. Das heißt, wo hat es seinen Ursprung? Wo ist das Produktionsland? Aber auch die damit zusammenhängende Produktionsketten, was die Rückverfolgbarkeit des Produktes. Und sprechen wir von Herkunft, dann sprechen wir also für andere Dinge. Beispielsweise die Transportwege, das heißt die schädlichen Klimagasemissionen. Die Wertschöpfung, die im Land stattfindet, das heißt während der gesamten Produktionskette. Dann die Arbeits- und Sozialstandards in diesen Ländern und der Umweltschutz. Will man jetzt aber nachhaltig und vegan einkaufen und das über unterschiedliche Lebensbereiche, dann ist es so, dass Herkunft ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Während Herkunft im Lebensmittelbereich mit Regionalität assoziiert, also verbunden wird und auch zu den 3 Top-Kaufkriterien zählt, glauben Konsumenten, regionale Produkte sind im Bereich Möbel, Kosmetik oder auch Kleidung nicht erhältlich. Eine Studie hat ergeben, dass nur 50-60% der Konsumenten überhaupt glauben, dass es diese Produkte am Markt gibt. Wenig überraschend, weil wie oft liest man auf Etikett Made in China, Made in Europe, Made in EU. Will man also neben der Herkunft im Lebensmittelbereich nur nachhaltiger agieren, dann schaut man natürlich auch auf die Saisonalität. Und im Textil-, Kosmetik- oder Kleidungsbereich einfach einmal bewusst schauen, gibt es denn Produkte, die die Wertschöpfungskette transparent abbilden? Es ist nicht alles möglich, das ist vollkommen klar, aber man kann nachschauen und man kann die Herkunft herausfinden. Das bedarf halt meistens noch sehr, sehr viel Zeit. Tipp 3. Vegan ist dann nachhaltig, wenn du auf den Verbrauch des Wassers, der Rohstoffe und der Energie achtest. Für dich einmal zur Info vorweg, jeder Mensch in Deutschland produziert im Durchschnitt 11 Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Wenn du aber jetzt vegan als ganzheitlichen Lebensstil siehst, also nicht nur die Ernährung, wobei die Ernährung in Summe auch schon 1,7 Tonnen ausmacht, das heißt 15%, dann kommt der ganze sonstige Konsum, wo unter anderem Möbel, Kleidung, aber auch Kosmetik hineinfallen,
auch noch dazu. Wenn du also auf beide Bereiche gleichermaßen schaust, das heißt nicht nur auf die Ernährung, sondern auf deinen gesamten Lifestyle, dann kannst du eine direkte Einflussnahme auf 6,2 Tonnen Ausstoß nehmen und die dementsprechend reduzieren. In Summe heißt es aber, dass wir derzeit nach 8 Monaten unsere gesamten Ressourcen verbraucht haben, die wir eigentlich für ein Jahr zur Verfügung hätten. Heuer war der Tag am 22. August. In Summe bräuchten wir also 1,75 Erden, um so weiterleben zu können. Würde man vegan jetzt nur als Ernährungsform sehen, was sie natürlich nicht ist, aber reduzieren wir es einmal ganz einfach, dann wird selbst die Tatsache, wenn ich nur vegetarisch werde, dazu führen, dass ich 32% einspare. Eine Umstellung zu einer gänzlich veganen Ernährung wird zu einer Einsparung von über 70% führen. Die Einsparung erscheint natürlich jetzt enorm. Wenn man aber daran denkt, dass der durchschnittliche Mensch ungefähr 60 Kilo Fleisch pro Jahr isst, dann ist es ganz, ganz leicht erklärt, woher diese Einsparung kommt. Aber ganz abgesehen von der Ernährung heißt ja vegan sehr viel mehr. Betrachten wir jetzt den Textilbereich, dann sind wir bei der Thematik, was ist mit tierischen Produkten. Wenn man die Kleidung jetzt nicht nur vegan, das heißt auf tierische Produkte verzichtet, wo ein Kilogramm Lederproduktion ungefähr 16.000 Liter Wasser braucht, sondern einen Schritt weiter geht und sagt, okay, benötige jetzt keine tierischen Produkte und möchte nachhaltig in meinem Lebensstil sein, würde das auch heißen, dass ich Biobaumwolle beispielsweise kaufe. Biobaumwolle im Gegensatz zu konventioneller Baumwolle führt zu einer Reduktion von 40% des Wasserverbrauchs. Gibt Studien, die gehen bis 90%. Das heißt, ein enormer Hebel, wenn ich bewusst mich nicht tierisch ernähre und dann auch noch schaue, dass ich biologisch nachhaltige Produkte kaufe. Wo wir aber schon bei dem Thema sind, und das wäre der Tipp 4, vegan ist dann nachhaltig, wenn du darauf schaust, wie du deine Produkte ersetzt. Jetzt haben wir zuvor vom Leder gesprochen, von dem tierischen Leder. Viele greifen, gerade beim Verzicht von Leder, Wolle oder Seide, auf Kunstfaser oder Kunstleder zurück. Würde man im ersten Schritt vielleicht auch glauben, ist schon mal nachhaltig. Ist es auch sicher, wenn man nur einzelne Aspekte herausnimmt. Jetzt sollte man aber auch wissen, dass dieses Material auf Basis von Erdöl hergestellt wird und biologisch nicht abbaubar ist. Will man also ein neues Produkt kaufen, sollte man unbedingt darauf achten, dass es eine Naturfaser ist. Das wäre zum Beispiel in dem Fall Handtänzel oder Baumwolle und da unbedingt Biobaumwolle, um wie gesagt den Wasserverbrauch zu reduzieren. Noch sehr viel umweltfreundlicher wäre es natürlich, wenn wir uns vorher überlegen, brauchen wir das Produkt denn wirklich? Und hierzu bietet uns die Pyramide des nachhaltigen Konsums jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, dass wir das Ganze mal durchdenken. Dann nutz, was du hast, reparier, mach deine Kosmetik und Kleidung selbst, tausch über Apps wie den Kleiderkreisler, leih dein Auto, kauf Möbelkleidung, Elektronik, gebraucht und wenn das alles nicht möglich ist, erst dann kauf etwas neu. Trotzdem schauen, woher kommt es, ist es fair zu Mensch und Tier und ist es ökologisch. Tipp 5. Vegan ist dann nachhaltig, wenn man sich ein bisschen mit der ethischen Frage dahinter beschäftigt und fair zu Mensch und Tier ist. Bei vegan geht es einmal primär darum, keine empfindungsfähigen Lebewesen auszubeuten, sie zu quälen, ihnen zu schaden, sie zu nutzen oder zu töten. Und zuletzt soll nur verstanden werden, und das ist jetzt kein Bestandteil der klassischen Definition des Veganismus, dass auf unserer Welt durch unser Wirtschaftssystem und durch unseren Konsum nicht nur Tiere, sondern auch unser Planet und unzählig andere Menschen involviert sind. Viele Produkte, die wir konsumieren, kommen ja nicht nur regional von nebenan, sondern aus fernen Ländern. Besonders bei Produkten wie Kakao, Kaffee oder Baumwolle ist faires Handeln nicht vorausgesetzt. Achtet also beim Konsum von Produkten drauf, dass es ein Fairtrade ist und fair zu den Menschen vor Ort. Weil was nutzt es uns, wenn wir zwar Tierleid reduzieren, aber dort nicht hinschauen, wo wir Menschen helfen können, dass die auch ein Leben haben. Jetzt wird mich natürlich interessieren, worauf schaust du, wenn du vegan und nachhaltig leben willst? Und was sind so die Dinge, die du antwortest, wenn da wieder mal erklärt wird, dass vegan nicht nachhaltig ist? Schreib's einfach in die Kommentare und abonniere den Kanal, leite die Glocken, damit du kein Video mehr verpasst. Ich freue mich auf dich!